Grüezi, Servus und Hallo, hier ist der Peter und heute führe ich euch mal in diesem Video so ein bisschen durch die Kosten. Wenn du ein Fahrzeug von Europa, sprich Deutschland, in die Schweiz einführst, wie es zu tun ist und was es kostet. Und wahrscheinlich ist es umgekehrt genauso von der Schweiz rüber nach Europa, also nach Deutschland. Mit Europa meine ich EU. Bevor es richtig losgeht, zeige ich euch mal den A-Klasse 200 CTI. Das ist ja die, als Elegance, das ist die S-Klasse, der Kompaktklasse. Und Spaß beiseite, ich werde demnächst mal ein Video machen, wo ich das Auto ganz genau vorstelle und wie ich auch so Entscheidungen treffe, wann ich ein Auto kaufe und wann nicht. Hier ist es relativ einfach. Es trifft hier immer auf Zustand, auf Ausstattung und natürlich auf Preis. Wobei ich in der Ausstattung relativ flexibel bin, aber eine sehr gute Ausstattung macht es natürlich deutlich attraktiver. Der Kilometerstand spielt bei mir fast gar keine Rolle. Ich habe sehr gerne Fahrzeuge über 100.000 Kilometer, eigentlich nur. Ich habe auch gern Fahrzeuge über 200.000 Kilometer, einfach nur. Und selbst bei 300.000, wenn es gepflegt ist und eine gute Historie hat, tut mich das nicht abschrecken. Weil ich weiß, eine Maschine läuft von Warten und Inbetriebnahme und nicht vom Rumstehen. Aber das ist ähnlich wie bei der Geldanlage, wo es ja auch heißt Sicherheit, Rendite, Verfügbarkeit. Genauso ähnlich treffe ich die Entscheidungen mit dem Fahrzeugkauf. Dann habe ich eins noch. Das ist die Türtasche hier von der Seite. Die ist natürlich gebrochen und die ist fast durchgebrochen. Da werde ich euch zeigen, wie man das hier so zuschweißen kann, dass man das eben nicht mehr sieht und vor allem, dass es noch stabil ist. Und dann habe ich für die andere Seite noch eine bestellt. Die ist recht vergilbt. Und die hat ein bisschen einen anderen Farbton. Dann werde ich die beiden einfärben. Die hier wird deutlich dunkler und die hier wird ein wenig heller, obwohl das natürlich ganz genau gut matchen tut, aber es ist dann halt eine Prise heller. Ich habe hier auf dem Papier habe ich schon mal so ein bisschen Farbmuster gemacht und das ist ähnlich wie Foliatec. Das ist so ein bisschen so ein Kunststoffding, was man wieder abziehen kann. Hält natürlich auf Papier nicht wunderbar, aber ich kann einfach sehen, die Farbe passt so zum Gesamten. Ich habe ein Fahrzeug in Deutschland zum Beispiel gesehen und möchte das in die Schweiz bringen. Was ist zu tun? Vorweg, ganz easy ist es natürlich, wenn das Fahrzeug in Deutschland schon zugelassen ist und das Fahrzeug auch noch mal ein paar Wochen zugelassen sein kann. Dann kannst du nämlich damit in die Schweiz reinfahren. Wenn das nicht der Fall ist, solltest du ein Zollkennzeichen machen. Zu einem Zollkennzeichen bedarf es aber natürlich jemand, der einen Wohnsitz in Deutschland hat. Deswegen auch, wenn du keinen Wohnsitz mehr in Deutschland hättest, solltest du dann halt das Fahrzeug auf jemand zulassen. Das wäre natürlich das günstigste und beste. Oder was natürlich auch noch ging, das wäre das Kurzzeitkennzeichen. Das ist aber relativ teuer und da gibt es gewisse Unterschiede. In Deutschland ist auf das Kurzzeitkennzeichen ein Datum eingeprägt, hat aber den Vorteil, du musst es bei der Zulassung nicht mehr zurückbringen. In der Schweiz ist es nicht eingeprägt. Aber du musst es auch genau an dem ersten, zweiten, dritten oder vierten Tag, bis zu vier Tage kann man es ausleihen, auch wieder zurückbringen zur Zulassung. Die haben auch eine Kaution und die meinen das ziemlich ernst. Aber dafür ist es relativ neutral, hat kein Datum. Ist es noch so, in Deutschland brauchst du für solche Kennzeichen in der Regel einen TÜV und die ganzen Dokumente. In der Schweiz ist es ein bisschen lockerer, da brauchst du keinen TÜV und nichts, da wird nur gefragt, ob es verkehrstüchtig ist. Du musst auch keine Versicherung nachweisen, die Versicherung machen die. In Deutschland brauchst du wieder eine EBV-Nummer. Aber in Deutschland hat es wieder den ganz großen Vorteil, wenn du über das Kurzzeitkennzeichen, wenn das nach ein paar Tagen abläuft, noch einen Monat später damit fahren tust, passiert nichts Großes. Finde ich persönlich ein bisschen Gesetzeslücke, aber ist dann wohl ganz angenehm. Kriegst du eine Strafe von, glaube ich, 50 Euro, aber keinen Punkt. Also es ist jetzt wirklich sehr, sehr harmlos. Und versichert ist der Haftpflichtfall ja sowieso über die Versicherung. Also die müssen das ja versichern. Ob die dich dann natürlich Regress nehmen, ist eine andere Frage. In der Schweiz ist es ganz anders. Die würden das natürlich nicht anerkennen mit der Versicherung, sagen, aha, du bist gefahren ohne Versicherungsschutz, also da brauchst du mit diesen Kurzzeitkennzeichen nicht rumfahren und natürlich auf ausländische Kennzeichen guckst du etwas genauer. Also ihr seht, alles ist ein bisschen unterschiedlich, hat ein bisschen was für, hat ein bisschen was wider. Wenn du jetzt dieses Fahrzeug einführen möchtest, dann solltest du einen Grenzübergang wählen, bin ich der Meinung, wo beide Zollhäuschen vertreten sind. Also ich mache mal Beispiel Konstanz-Kreuzlingen, da ist der deutsche Zoll und da ist der Schweizer Zoll unter einem Dach. Wenn du jetzt den österreichischen Übergang nehmen tust, Lustenau auch, hast du natürlich ein Problem, dass hier kein deutscher Zoll da ist. Fangen wir jetzt an in Kreuzlingen. Das Fahrzeug hätte jetzt irgendwelche Zulassungen, ob jetzt deutsche oder Schweizer Kurzzeit oder whatever. Oder vielleicht ein Überführungskennzeichen. Und du bist mit dem Fahrzeug physisch an der Grenze.
Oder im schlimmsten Fall und teuersten Fall hast du es halt auf dem Hänger drauf, das geht natürlich auch. Gibt es neben dem Zollbüro Gebäude, manchmal sind es auch Container, wo so verschiedene Transportfirmen drin sind. In der Theorie wird es auch ohne gehen. Ich weiß aber nicht genau, wie es funktioniert. Ich habe mich noch nicht durchgefunzt. Ich mache es halt wie die ganz normalen LKW-Fahrer auch. Eins möchte ich noch vorweg sagen. Das ist jetzt von mir mal so ein erster Erfahrungswert. Wenn jetzt hier Schweizer drüber gucken, die sagen, okay, weil ich habe ja schon einige Schweizer Zuschauer, die sagen, ja, so ist es, so stimmt's, dann kannst du mir das gerne drunter schreiben. Wenn jetzt jemand zuguckt, vielleicht aber auch Deutscher, der sagt, nein, das ist ganz anders, dann muss das ja eine kleine Beleidigung ausarten und sagen, es ist völliger Quatsch und Blödsinn, was erzählt, sondern dann kann man es ja in Nuancen korrigieren, wäre man natürlich sehr dankbar. Weil ich habe das jetzt nicht beim Anwalt und Notar prüfen lassen, sondern das ist einfach mal so, was ich jetzt an Kenntnis mitgenommen habe und möchte das transportieren, ja, um da ein bisschen den Druck rauszunehmen. Ihr seht ja auch, ich habe nichts geskriptet, ich erzähle es einfach mal so aus dem Gedächtnis. Also, dann gehst du mit den Fahrzeugpapieren und wichtig, du brauchst jetzt auch einen Kaufvertrag. Gehst du jetzt zu diesem Transportunternehmen, gibt es ja immer mehrere, und sagst, du möchtest das A aus Deutschland ausführen, da bereite ich die Dokumente vor, und du möchtest das B in die Schweiz einführen. Aus Deutschland ausführen, kostet die ganze Nummer 50 Euro. In die Schweiz einführen, kostet es 100 Euro. Das ist halt so denen ihre Gebühr. Dann schreiben die das irgendwie computermäßig rein. Dann kriegst du verschiedene Papierdokumente. Dann gehst du zum deutschen Zoll, eben wegen Ausfuhr. Und sagst, ja, ich möchte das Auto ausführen, sprich in die Schweiz einführen. Dann war es jetzt bei mir so, kam eine Zöllnerin mit, fragt, wo ist das Auto geparkt? Ja, das steht da draußen. Ja, sie möchte die Fahrgestellnummer überprüfen, ob ich weiß, wo die ist. Ja, natürlich weiß ich es, habe Motorhaube aufgemacht, genau da vorne ist sie gut und deutlich eingeschlagen. Und zu sehen, hat sie es überprüft, hat gepasst, hat dann auch weiter nichts mehr gekostet, kam dann der Stempel drauf, ist die Sache ausgeführt. Jetzt gehe ich mit den Einfuhrdokumenten, die ich auch da bekommen habe, zum Schweizer Zoll und die schauen sich das Ganze da natürlich auch an, brauchen alle Unterlagen und sowas und die brauchen eben auch von dieser Transportfirma, wo dann draufsteht Kreuzlingen, Datum, wenn das nicht ganz übereinstimmt, dann geht es irgendwie nicht, muss alle Unterlagen bei. Dann schicken die dich zum Kassenhäuschen. Beim Kassenhäuschen kamen bei mir 7 Euro Gebühr für irgendwas, also 7 Franken jetzt, 100 Euro Franken waren es glaube Kfz-Steuer. Und dann waren es 4% vom Kaufpreis dann als Verzollung. Also ihr seht schon, so unbandig teuer ist es nicht. Beim Oldtimer ist es so, also älter wie 30 Jahre, dass das Fahrzeug gerne auch unrestauriert eingeführt werden kann. Und dann kannst du es dann in der Schweiz oder whatever selber oder über eine Firma restaurieren. Wenn es bei einem neueren Auto ist, so hat es mir der von der Transportfirma gesagt, dann würde die Reparatur oder die Restaurationskosten geschätzt und die musst du gerade mit verzollen. Es ist deutlich unangenehm. Deswegen sollte man auch gucken, dass das Auto halt über 30 Jahre alt ist, wenn man sowas macht. Und dann kriegst du in der Schweiz, wenn du es auch bezahlt hast, alles, kriegst du ein graues Dokument. Dann kriegst du noch eine Stammnummer und mit dieser Stammnummer kannst du dann zur Zulassung. In der Schweiz ist in jedem Kanton eine Zulassung. Das hat auch wieder Vor- und hat wieder Nachteile. Du machst jetzt einen TÜV-Termin. TÜV heißt in der Schweiz MFK. Jetzt ist es aber nicht wie in Deutschland, dass das an der Werkstatt ist oder DEKRA oder TÜV selber oder wo du einfach hinstiefelst und sagst, hey, da bin ich. Sondern du musst wirklich anderthalb, zweieinhalb Monate auf so einen blöden Termin warten. Das ist natürlich echter Abfuck. Die Werkstätten bekommen einen sogenannten Express-Termin. Ich glaube auch so als Deutscher mit dem deutschen Auto ist es hier halt einfach nicht so ganz easy. Also das habe ich A schon erlebt und B habe ich es dann auch schon von mehreren Seiten gehört. Das finde ich halt so ein bisschen schade, weil in Deutschland gehst du einfach zum TÜV und dann kann das alles relativ flott gehen. Oder DEKRA oder Werkstatt. Aber hier ist echtes Prozedere mit diesem Termin. Dann muss es auch nicht immer so super reibungslos laufen. Deswegen auch vorweg der Tipp, dass das Auto möglichst lange zugelassen ist, sei es über Zollkennzeichen oder über normale Zulassung, dann brauchst du halt immer wieder diese Kurzzeitkennzeichen, wird der Prozess nämlich ein bisschen länger dauern. Hast du jetzt aber dann den MFK bekommen, hat es in der Schweiz wieder gewisse Vor- und gewisse Nachteile. Das ist dann ein Veteran des Fahrzeugs, hat aber Kennzeichen wie alle anderen Autos. Vorteil Nummer 1 ist, du musst nur noch alle 6 Jahre zum MFK, nicht wie in Deutschland alle 2 Jahre. Vorteil Nummer 2 ist, du kannst auf das Schild bis zu 6 Fahrzeuge fahren, so hat man es mir gesagt. Muss natürlich alle diesen MFK haben, aber es ist natürlich echt geil, dass du dann 6 Fahrzeuge auf das eigene Schild fahren kannst und dann nicht immer alles einzeln machen. Ein Nachteil ist, dass das Fahrzeug pro Jahr maximal 3000 Kilometer gefahren werden darf,
finde ich jetzt aber nicht so groß der Nachteil, weil das wird alle 6 Jahre bloß überprüft. Wer weiß, ob es das in 6 Jahren noch gehört. Der Tacho ist eh analog und weiß ich, so viel fährt man eh nicht beim Auto. Also das sehe ich jetzt nicht als das ganz große Handicap. Aber die wollen halt nicht, dass dein Oldtimer ein Daily ist, mit dem du jedes Jahr 20.000 Kilometer runterreisen tust. Ich glaube, ich habe in dem Video alles gesagt, was ich euch sagen wollte, wie sowas funktioniert. Und ich nehme einfach mal schwer an, umgekehrt, wenn du dir in der Schweiz dein Auto deines Vertrauens gefunden hast, zum Beispiel bei Ricardo, und möchtest das nach Deutschland, Europa, wird der Weg ganz genau der gleiche sein. Ne? Eben mit Rechnung zum Zoll. Ich bin für heute raus. Ah, und der Schweizer wird euch sicherlich nicht sein Fahrzeug mit dem Kennzeichen mitgeben, weil nicht wie in Deutschland, dass diese Kennzeichen aufs Fahrzeug sind. Und die Kennzeichen sind auf die Person. Jede Person kann mit dem Kennzeichen normalen bis zu 2 Autos fahren, anmelden. Also eher so ein bisschen im Familienbesitz als Kennzeichen gibt ihr gerade gar keiner mit. Da musst du ein bisschen andere Lösung finden. Ansonsten bin ich für heute raus. Wir sehen uns bald wieder. Und ich habe ja eh noch ein paar schöne Themen im Petto. Ich sage wie allerweil, tschüssikowski, bis Badowski.